Hey YouTube, ich bin Danny Marco von Danny Marco Entertainment und ihr seht den Nerd Tag. Ja, ich mache auch mal ein Tag-Video und zwar ohne, dass ich getaggt worden bin, weil mich taggt irgendwie keiner, obwohl ich immer mal drum gebeten habe, dass ich getaggt werde. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Juhu! Und zwar der Nerd Tag. Ja, wer kennt ihn nicht, den Nerd Tag? Ich glaube, wir kennen ihn alle. Es sind 11 Fragen. 11 Fragen. Zum Thema Nerd. So, und dann fangen wir einfach mal an mit der Frage Nummer 1. Besitzt du eine Brille? Ja, besitze ich. Aber nicht unbedingt diese hier, sondern diese hier. Ja, ich werfe mit Brillen durch die Gegend. Warum? Weil ich es kann. Ja. Die ist sogar noch ganz. Ja. Okay, ja, besitzt du eine Brille? Diese hier. Ganz normal. Also nicht so eine, wie die ich gerade weggeworfen habe, sondern eine ganz stinknormale Brille, so wie diese. Und ja, ohne Brille kann ich nichts machen. Außer auf mein Handy gucken. Ups. Außer auf mein Handy gucken, wenn das nah genug dran ist, dann sehe ich das ja. Oder ja, dann sehe ich das. Auf mein Handy kann ich ohne Brille gucken, aber ansonsten sehe ich ohne Brille so gut wie nichts. Ja. Okay. Wir wollen uns nicht lange hier aufhalten dran an dem Nerd-Tag, deswegen machen wir einfach weiter mit Frage Nummer 2. 2. Ja. Welches Genre gefällt dir am besten? Fantasy, Manga oder Science Fiction? Okay. Also, welche Filme fallen jetzt unter Fantasy? Meiner Meinung nach Fluch der Karibik. Fällt auch unter Fantasy. Die ganzen Fluch der Karibik-Filme, die mag ich auch irgendwie. Deswegen ein bisschen Fantasy. Was ich auch gucke, ist Star Wars, Star Trek und die ganzen Dinger da. Und die sind ja eher Science Fiction. Also ich würde so sagen, so eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction ist eher so meine Richtung. Mangas habe ich gar nichts mit am Hut oder so. Nein, habe ich nichts mit am Hut. Deswegen eher so Fantasy und Science Fiction. Sieht man aber nachher auch bei meinem Film. Die Frage kommt später. Irgendwann weiter. Also auf der Leiste hier weiter hinten. Ja. Okay, Frage Nummer 3. Dein Lieblingsvideospiel. Ja. Okay. Mein Lieblingsvideospiel. Ich habe im Moment kein wirkliches Lieblingsvideospiel. Weil ich habe schon lange keine Konsole mehr gezockt oder so. Oder wenn man es jetzt am PC sieht, am PC habe ich eh so gut wie keine Spiele drauf. Das Einzige, was ich auf dem PC drauf habe, ist Minecraft. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gezockt. Konsole, da habe ich eine PS2. Ja, eine PS2. Keine 3, sondern eine 2. Habe ich noch, ja. Diese ganz schön flache, ganz flache, ja. Die habe ich. Da habe ich eigentlich auch kein wirkliches Videospiel-Lieblingsspiel, was ich spiele. Ich spiele halt einfach, was mir gerade so Bock macht. Aber so, ja, keine Ahnung. Habe ich irgendwie nicht ein direktes Lieblingsvideospiel. Okay. Kommen wir zu Frage Nummer. Frage Nummer 4. Was war dein erstes Videospiel? Mein allererstes Videospiel war Tetris. Auf dem richtig alten, grauen Gameboy, der so riesengroß war. So groß war der. So. Da hatte ich quasi Tetris. Ja, Tetris. Das war mein absolutes erstes Videospiel auf dem Gameboy. Tetris. Und wenn ich heute so einen Gameboy noch irgendwo kriegen würde mit Tetris, ich würde den kaufen. Ohne Witz. Ich würde den kaufen und würde den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, aber stundenlang bestimmt am Tag Tetris zocken. Würde mir jedes Mal Batterien kaufen, dass ich die in den Gameboy reinmachen kann. Batterien. Oh, nur, dass ich stundenlang Tetris zocken könnte. Ah. Unglaublich. Das ist heute für mich noch Kult und ich finde, Tetris wird nie
irgendwie langweilig oder so. Ohne Scheiß, Tetris ist Kult für mich. Ja, ich übertreibe Bits für manche wahrscheinlich auch, aber für mich ist das halt so. Tetris ist und bleibt Kult. Auch in 20 oder 30 Jahren. Wenn ich 50 bin und noch so ein Gameboy irgendwo finde, würde ich bestimmt auch noch Tetris zocken oder so. Ohne Scheiß. So, das war Frage 4. Jetzt kommen wir zu Frage 5. Frage 5. PS3, Xbox 360 oder Wii? Und warum? Wie und warum? Also, vorher wollte ich immer eine PS3 haben, weil ich ja eine PS2 habe. Und ja, ich wollte immer eine PS3 haben. Und dann kam die große Umstellung, als ich dann mir gedacht, nee, ich habe falsch angefangen. Zuerst wollte ich eine Wii haben. Und dann noch eine PS3. Weil die Wii hat eine Bewegungsstörung gehabt, die PS3 hatte da noch keine. Jetzt hat die PS3 aber auch eine Bewegungsstörung. Jetzt ist die Wii so ein bisschen langweilig. Ne? Die Wii, die mit diesen zwei Dingern da, dann an dem Kabel da und so. Und ja, das ist ja irgendwie doof. Dann hat die PS3 ja auch diese Bewegungssteuerung gekriegt, mit diesem Teil da, mit diesem Knubbel da oben drauf, diesem blau leuchtenden Teil da, ne? Aber nachdem die Xbox 360 eine Bewegungssteuerung gekriegt hat, wo man genau so viel in der Hand hat, nämlich nichts, bin ich eindeutig und ich weiß, ich habe jetzt bestimmt einen Haufen PS3-Spieler gegen mich, aber ich tendiere eindeutig eher zur Xbox 360. Aber nur wegen Kinect. Nur wegen der Bewegungsstörung. Gut. Man kann es jetzt so sehen und so sehen. Ich habe nichts gegen PS3. Ich würde jetzt auch gerne eine PS3 haben. Ich würde am liebsten PS3 und Xbox haben wollen. Aber wenn ich so jetzt von der Bewegungsstörung ausgehe, nur eine Xbox. Eindeutig. Ich finde es einfach geil. Einfach episch. Nichts in der Hand haben und sich trotzdem vor der Konsole bewegen und trotzdem spielen, ohne irgendwas in der Hand zu halten. Ja. Xbox. Wir gehen weiter zu Frage Nummer 6. Oh, ha. Frage Nummer. So. Das hat sich jetzt gerade voll angehört hier so. Ja. Wann hattest du deine erste Verbindung mit dem WWW? Die erste Verbindung mit dem WWW, die doch auch sehr langsam war, hatte ich im Oktober 2000 noch mit Windows 98, mit einem super High-End-PC mit 700 MHz Prozessor. Ja, 64 MB Arbeitsspeicher. Ja, und 56K Modem. Und da hat er sogar, nee, eine DSL-Karte hat er noch nicht drin gehabt. Aber 56K Modem. War nicht schnell, aber war Internet. Ohne Flatrate und ohne alles. Internet halt. Mit diesen schönen Geräuschen. Ja. Ihr kennt das vielleicht noch. Vielleicht auch nicht. Die Jüngeren unter euch vielleicht nicht mehr, aber die etwas Älteren kennen das noch. Ja. Danach kam dann DSL mit 768 KB Geschwindigkeit. Juhu. Und heute hat man 100 Mbit oder noch mehr. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber heutzutage hat man 100 Mbit. Auf jeden Fall. Ich nicht. Ich habe, glaube ich, wie viel habe ich? 16. Juhu. Langt mir aber trotzdem. Ja, das war im Oktober 2000. Meine erste Internetverbindung. So, Frage Nummer 7, mein Lieblingsfilm. Ich bin natürlich vorbereitet und ich habe meinen Lieblingsfilm hier dabei. Und das ist der. Ich muss sagen, meine Lieblingsfilmreihe, sage ich mal. Meine Lieblingsfilmreihe. Zurück in die Zukunft. Alle drei Teile. Das sind wirklich alle drei Teile hier. Da sind vier Discs drin und ein Buch, das mir einfach mal hier so auf die Tastatur fällt. Da sind wirklich vier DVDs drin. Drei Filme und eine Bonus-DVD. Das ist eindeutig mein absoluter Lieblingsfilm.
oder meine absolute Lieblingsfilmreihe. Und der erste Film, der kam raus, da war ich gerade mal ein Jahr alt. Ja, 1985 kam der erste Film raus. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie den mal noch fortsetzen würden. Zurück in die Zukunft Teil 4 hätte ich nichts dagegen. Ich würde mir auf jeden Fall im Kino reinziehen. Und ich will heute noch so ein Auto haben. So eine Zeitmaschine will ich haben. Ohne Witz. Ich will so eine Zeitmaschine. Ja. Das ist mein Lieblingsfilm und wird das immer bleiben. Ja. Okay. Kommen wir weiter zu Frage Nummer 8. Deine Lieblingsserie und warum? Meine Lieblingsserie im Moment. Ich bin ja so ein eher so ein Comedy-Mensch. Also ich bin eher so ein Mensch, der so Sachen anguckt zum Lachen. Deswegen gucke ich mir eher Sitcoms an. Und meine Lieblingsserie im Moment ist eindeutig The Big Bang Theory. Ja, einfach genial die Sendung. Ich habe sie vorher eben hier am Anfang. Das ist immer so mit den Sendungen, die ich dann irgendwann mal als meine Lieblingssendung bezeichne. Am Anfang denke ich mir, warum gucken die Leute so einen Scheiß? Und dann gucke ich mir es an und denke mir so, boah, die Sendung ist geil. Ja, so war es bei King of Queens, was ich heute auch noch genial finde. Und bei Big Bang Theory war das genauso am Anfang. Und jetzt finde ich es einfach nur. Ich gucke mir so gut wie jede Folge an, egal ob es Wiederholungen sind oder nicht. Ich gucke es mir an. Einfach genial. Ja. Das war Frage Nummer 8. Wir kommen zu Frage Nummer 9. 9. 9. Ja. Frage Nummer 9 ist, welches Handy besitzt du und bist du zufrieden damit? Mein Handy, das ich besitze, ist ein, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Sony Ericsson. Neuerdings jetzt auch Sony Xperia und der Rest steht nicht drauf. Also ein Sony Ericsson oder Sony Xperia Arc S habe ich jetzt letztes Jahr im November, glaube ich, bekommen durch einen Handytausch, weil mein altes total kaputt war, dreimal. Und ja, das habe ich dann in das hier umgetauscht. Bin ich zufrieden damit? Ja, im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden mit meinem Handy. Ich wollte das ja sowieso dann haben, entweder das oder das iPhone 4S. Jetzt, da ich ja bald meinen Vertrag verlängern kann, werde ich dann natürlich, nachdem ich jetzt das hatte, mir das iPhone 4S holen. Nein, ich hole mir nicht das iPhone 5, weil wenn es wirklich so aussieht, wie jetzt die Sachen aufgetaucht sind, sieht das total beknackt aus. Ohne Witz. Nein. iPhone 4S, aber natürlich dann auch in, wir sehen die Farbe, natürlich auch in Weiß. Ich habe nichts gegen schwarze Sachen. Ich habe hier mein iPod. Ich weiß nicht, ob man da hinten sehen kann. Ne, hier, da, hier. In Schwarz. Habe ich in Schwarz. Ich wollte den Weiß haben, aber Schwarz ist auch nicht schlimm. Ich habe das iPad in Schwarz, weil das erste iPad gab es eh nur in Schwarz. Aber wenn ich mir das iPad geholt hätte, später als iPad 2 oder 3, hätte ich mir es natürlich dann in Weiß gekauft. Ich bin irgendwie gerade im Moment auf so einem Tick, alles in Weiß. Auch das iPhone kommt dann in Weiß. Bald. Vielleicht gibt es auch wieder ein Unboxing oder so. Schauen wir mal. So, dann war das Frage 9. Wir kommen zu Frage Nummer 10. Ja, Frage Nummer 10. Steve Jobs oder Bill Gates? Wenn ich jetzt mich auf PC oder Mac beziehe, tendiere ich jetzt langsam aber sicher Richtung Apple, Richtung iMac. Ich bin schon so weit, dass ich sagen würde, wenn ich mir einen neuen Computer, sage ich mal, kaufen würde, würde ich mir einen Apple iMac kaufen. Weil Windows mich ab und zu mal einfach aufregt. So wie vorhin, wo ich das Video hier aufnehmen wollte und meine Webcam hat nicht funktioniert und ich habe tausendmal, gefühlte tausendmal einen Bluescreen gehabt. Ja.
da kommt Freude auf. Ja, nein, also ich tendiere eher jetzt zu Apple. Ist ein Betriebssystem, kannte ich noch gar nicht oder kenne ich noch gar nicht so mit dem selber dran arbeiten und so. Ich kenne mich mit Windows eigentlich so ziemlich gut aus, sage ich mal. Soweit, wie ich mir das selber angeeignet habe. Und jetzt wäre mal Zeit für was Neues, ne? Ja, deswegen eher Apple, auch beim Handy, iPhone, bald. Und irgendwie habe ich es mit meinem Daumen heute. Okay, das war Frage Nummer 10. Wir kommen zur letzten Frage, Frage Nummer 11. Und die Frage ist sehr interessant. Die Frage, wie viel Zeit verbringst du täglich online? Ich muss sagen, ich verbringe täglich online im Internet, ich muss ganz ehrlich sein, 24 Stunden. Warum? Deswegen. Dieses Handy oder allgemein die Smartphones heutzutage, eigentlich ist jeder von uns, der ein Smartphone hat, mit Internet Flat 24 Stunden am Tag online. Weil das Ding ist online in Facebook 24 Stunden. Es ist immer online. Das Handy. Immer. Deswegen theoretisch online 24 Stunden. Praktisch würde ich sagen so 2 Stunden. 3 Stunden vielleicht am Tag. Wenn überhaupt. Am Wochenende ein bisschen mehr. Kommt immer drauf an. Also ja. Theoretisch halt 24 Stunden. Das waren die Fragen. 11 an der Zahl, das war der Nerd-Tag von mir. Was hat bei Daumen und taggt jetzt noch jemand anderes? Danny Marco. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, wen ich taggen soll, außer eine Person. Ich weiß nicht, ob er den Nerd-Tag schon gemacht hat oder ob er überhaupt diesen Tag mitmachen würde. Aber ich tagge jetzt einfach mal den Mark von M. Molta Video bzw. M1 Molta. Der wird jetzt einfach mal von mir getaggt. Du bist getaggt. Yeah, tagging, I tagging you. Und ansonsten darf einfach jeder mitmachen, der mitmachen will. Einfach jeder, der Bock hat, hier den Tag mitzumachen. Darf dann auch gerne als Videoantwort unter meinen Tag drunter schreiben. Drunter posten. Ihr dürft natürlich auch gerne Kommentare posten, wenn ihr wollt. Oder Daumen hoch oder Daumen runter geben. Daumen hoch, also bewerten nicht vergessen, ne, wenn ihr wollt. Viele machen nur so, hey, bewerten. Ne? Voll die Psychologie hier. Bewerten. Deswegen mache ich hier bewerten. Oder? Ja. Oder ihr dürft natürlich, wenn ihr wollt, Kommentare drunter schreiben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr auch gerne, ihr dürft, wenn ihr wollt, abonnieren. Aber ihr müsst es nicht. Nur wenn ihr wollt. Ja, das war das erste Video quasi von Danny Marco Entertainment. Mit mir, Danny Marco. Daran hat sich nichts geändert. Und das war mein Nerdtag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch entertained. Das war's von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye. Und ich bin jetzt weg. Juhu. Ciao.